Hallöchen euch allen und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr sicherlich erkennen könnt, starten wir direkt mit dem Video. Ich hatte hier, um ehrlich zu sein, kein Intro gefilmt, auch weiß ich gar nicht, ob ihr das überhaupt mögt, wenn wir vorher nochmal sozusagen von Angesicht zu Angesicht quatschen oder ob ihr dann direkt sozusagen das Intro überspringt und zum eigentlichen Teil kommt. Deswegen versuche ich mich da gerade so an ein paar verschiedenen Methoden aus, einfach nur um zu gucken, was euch denn besser zusagt. Falls ihr also eine Meinung dazu habt und es euch nicht ganz so egal ist, könnt ihr gerne in den Kommentaren mal hinterlassen, was ihr denn so mögt. Ob ich vorher nochmal mit euch quatschen soll oder ob wir direkt mit dem Video loslegen, wie in diesem Fall. Am Titel konntet ihr bestimmt schon erkennen, worum es im heutigen Video geht. Und zwar erledigen wir alles, was so im Haushalt anstand an diesem einen Tag. Und ihr bekommt heute die volle Portion. Das heißt, ihr bekommt die Wäsche, wir räumen etwas auf, wir kochen ein bisschen was, wirklich nur eine Kleinigkeit. Das ist so ein typisches Mittagessen, was mal zwischendurch dran ist. Und dann habe ich auch noch ein bisschen was eingekauft. Mit ein bisschen meine ich wirklich nur ein bisschen. Es sollte einfach nur für den nächsten Tag ausreichen. Außerdem seht ihr ja, dass wir hier mit der Wäsche angefangen haben. Und als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich kein Waschpulver mehr habe. Wie so häufig. Das heißt, ich musste unbedingt Waschpulver kaufen fahren. Und das war auch der Grund für meinen Einkauf. Und natürlich kann ich nicht nur Waschpulver kaufen, wenn ich gerade bei Lidl bin, sondern ich hole immer noch irgendetwas anderes. Und das war halt in diesem Fall auch so. Ihr kriegt heute also hoffentlich 100% an Motivation. Hoffentlich erreichen wir das am heutigen Tag. Und ja, zuerst seht ihr den Clip mit der Wäsche. Wie ihr erkennen könnt, sind wir hier schon ziemlich weit gekommen. Wir nehmen ja zuallererst immer die Wäsche ab. Ich finde, das ist die einfachste Vorgehensweise. Mein Hauswirtschaftsraum ist eigentlich ziemlich groß, wenn die einzelnen Wäscheständer dort nicht stehen. Also wenn ich wirklich mal alles weg habe, dann habe ich dort wirklich viel Raum. Aber wenn die Wäscheständer dort stehen, kommt man natürlich kaum durch. Und weil ich vorher noch die Wäsche sortieren möchte, bevor ich diese anfange zu waschen, ist es halt notwendig, die Wäsche abzunehmen. Ansonsten würde ich wirklich liebend gern schon mal eine Ladung anstellen, damit die dann sozusagen schon mal läuft in der Zeit, wo ich dann die Wäsche abhänge. Das ist nur leider nicht immer möglich, es sei denn, ich habe den Tag zuvor die Wäsche schon sortiert, dann machen wir das natürlich auch ab und an. Ihr seht es ja hier, ich hatte nicht allzu viel. Ich habe euch ja erzählt, ich bin immer mal wieder so auf Reihe mit meiner Wäsche. Es klappt mal mehr, mal weniger. Diese Woche ist es zum Beispiel so, dass mein Haushalt wieder mal, ich will nicht sagen katastrophal ist, aber zumindest meine Wäsche. Ich habe so viel Wäsche, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das erinnert mich so voll an die alten Zeiten, wo man diesen Hauswirtschaftsraum kaum betreten kann, weil so viel dreckige Wäsche da drin ist. So ist es momentan. Zu diesem Zeitpunkt war es natürlich nicht so, wie man erkennen kann. Ich war super schnell mit dem Sortieren fertig. Und an alle Neulinge, ja, ich sortiere meine Wäsche gerne nach Farben. Ich weiß nicht, ich habe das einfach so drin und ich muss sagen, ich habe immer so viel Wäsche, dass es sich auch wirklich anbietet, die nach Farben zu sortieren, da ich niemals irgendwie mal keine Wäsche habe zum Waschen. Ja, hier könnt ihr sehen, wenn ich so viel Wäsche habe, dann versuche ich nochmal nach der Stofffeste zu sortieren. Hier hatte ich dann die etwas dickeren Sachen zuerst gewaschen in Blau und Grün und anschließend kamen dann die leichteren Teile rein. Dadurch, dass ich aber diesen Hauswirtschaftsraum einmal saugen wollte, habe ich diese schon mal in einen gelben Sack gelegt. Ihr wisst ja auch, wie sehr ich meine gelben Säcke für die Wäsche liebe. Das ist nochmal so eine neue Verwendung dafür, wobei ich sagen muss, wir haben leider kaum noch gelbe Säcke zu Hause. Die muss ich also definitiv besorgen. Und dann habe ich mich schon weiter ans Aufräumen gemacht. Ich zähle ja das Wäschewaschen nicht so wirklich zum Aufräumen. Die Aufräumroutine beginnt für mich meistens im Esszimmer. Hier könnt ihr sehen, wir haben zuvor das Oktoberfest gefeiert. Ihr hattet hier schon drei Videos zum Oktoberfest. Einmal das Aufräumen für das Fest an sich, einmal die ganzen Vorbereitungen, was das Essen angeht, die Cocktails und so weiter, das Dekorieren. Und dann auch nochmal genau den Abend nach der Feier, wo ich dann nochmal alles aufgeräumt habe. Und das ist der Tag danach. Ihr seht ja da hängt noch ein bisschen was an Deko, das musste ich wegräumen. Natürlich haben wir auch gefrühstückt und Mittag gegessen. Das heißt, das musste auch weggewischt werden und weggeräumt werden. Aber ansonsten war es wirklich nicht allzu viel. Vor allen Dingen, weil ich ja schon zuvor ein bisschen was sauber gemacht habe. Aber etwas, was nie ausbleibt, ist bei uns das Staubsaugen. Denn wir haben immer wirklich sehr, sehr viel Dreck. Ganz besonders unter diesem Tisch. Die Kinder, die krümeln wie die Verrückten. Das sind echt so meine kleinen Krümelmonster. Die krümeln mir da alles voll
Und deswegen muss ich zusehen, dass ich da wirklich oft sauge. Ansonsten habe ich ja meinen kleinen Helfer, ne, den Staubsaugroboter. Der ist übrigens ebenfalls in der Infobox verlinkt. Falls ihr einfach mal gucken wollt, was wir so zu Hause haben an Geräten oder was für Reinigungsmittel ich benutze, könnt ihr das gerne in der Infobox tun. Ihr seid nicht verpflichtet, die dort zu kaufen. Ich sage es immer wieder. Es ist einfach nur so eine Art Info für euch, was denn sozusagen benutzt wird und was ich denn so gern habe. Als wir dann mit dem Saugen fertig waren, musste ich unbedingt diese Deko abmachen. Und ich versuche wirklich so viel wie nur möglich zu recyceln. Also sprich, ich versuche es dann fürs nächste Oktoberfest aufzuheben. Natürlich keine Pappbecher und Pappteller, wenn die schon benutzt sind. Das versteht sich ja von selbst. Aber so eine Deko wie diese kann man ja wirklich leicht verstauen. Auch wenn sie nicht allzu teuer ist, mag ich es nicht, wenn sie da ja einfach entsorgt wird. Hier seht ihr es dann. Diesen Einkauf hatte ich euch übrigens auch schon gezeigt. Das war mein Herbst- und Halloween-Einkauf von Shein. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ihn gerade bekommen und habe ihn noch gar nicht für euch gefilmt. Und ihr seht da, ich musste alles verstauen und ich benutze ja super, super gerne diese Kisten dafür. Die sind durchsichtig und sind von Action. Das sind einfach nur so eine Plastikkisten oder Plastikcontainer mit Rollen am Boden. Das heißt, ich kann sie auf dem Dachboden rollen. Und ich habe für jedes einzelne Fest mindestens eine Box, wo ich dann die ganze Deko verstaue. Fürs Oktoberfest hatte ich bislang noch keine. Wie ihr sicherlich noch wisst, hatte ich ja schon erzählt, dass das unser erstes Oktoberfest war und dementsprechend musste ich halt auch eine neue Kiste holen. Diese Sachen habe ich bereits umgepackt in eine etwas kleinere Kiste, weil ich die natürlich nicht in so einer großen Lagern brauche. Und bei Action, das kann ich euch wirklich empfehlen, da gibt es so viele verschiedene Größen, so viele verschiedene Variationen und super, super preiswert. Wirklich, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dort einsame Spitze. Und deswegen hole ich die ganzen Container dann immer dort. Und dann habe ich wirklich nur nochmal die Batterien aus den Dingen, die vorher Batterien hatten, rausgenommen. Zum Beispiel diese Bierleuchte, die ich euch ja gezeigt habe. Das Problem, was ich ganz häufig habe, das habe ich bei dem Spielzeug der Kinder gemerkt, meistens räume ich es dann einfach nur weg, ohne drauf zu achten. Und dann laufen diese Batterien aus und dann kann man natürlich nichts mehr mit diesem Spielzeug anfangen. Und das wollte ich mit dieser Bierleuchte unbedingt verhindern, weil ich die so klasse fand. Ich weiß nicht, die war einfach so prima und die kann man wiederverwerten, nicht nur fürs Oktoberfest, sondern vielleicht auch zu irgendeinem Junggesellenabschied, wo man das Ganze dann mit dekoriert oder irgendwas anderes. Also wir finden definitiv Verwendung dafür. Und meine Herbstdeko und die Sachen für Halloween hatte ich erstmal weggeräumt, einfach nur sozusagen aus dem Auge, aus dem Sinn, damit man das dann so nicht im Wohnzimmer liegen hat. Aber ich wollte ja das Video erstmal noch für euch filmen, ansonsten hätte ich das da schon in einen anderen Container gelegt, der dann für die Herbst- und Halloween-Deko ist. Das habe ich halt in dem Fall noch nicht getan. Und natürlich musste ich auch hier nochmal staubsaugen. Und ihr seht schon, ich habe ein paar Luftballons eingesammelt, das ganze Video über, und habe die dann entsorgt. Denn ich mag es einfach nicht, wenn die dann im Haus überall rumflattern. Anschließend ging es dann in die Küche und ihr seht, in der Küche hatten wir etwas mehr. Lag auch daran, dass wir natürlich vom Tag zuvor noch super viel Geschirr hatten und das Ganze ja immer durchlaufen lassen mussten. Und dementsprechend haben wir halt noch sehr, sehr viel an Plastikgeschirr gehabt. Ich sag immer Plastikgeschirr. An den ganzen Tupperdosen und ähnliches. Wir hatten ja auch zuvor noch ein paar Reste gegessen vom Oktoberfest und das hat halt dafür gesorgt, dass dann dieser Stapel dort immer größer wurde, dieser Haufen. Zuerst wollte ich aber dafür sorgen, dass unser Geschirr durchgewaschen wird, bevor ich mich dann an die ganzen Tupperdosen mache. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, in dem Aufräumvideo von dem Oktoberfest habe ich euch, glaube ich, erzählt, dass ich dort eine Auflaufform hatte, die ich im Backofen vergessen habe. Die hatte ich ja dann einweichen lassen über Nacht und die habe ich hier natürlich dann nochmal mit reingestellt. Das Einweichen hat es echt gebracht, es ging dann alles super raus und dann war es in der Spülmaschine natürlich dann super schnell fertig. Anschließend wische ich nochmal alle Flächen und ihr wisst ja, ich benutze dafür super, super gern mein Froschprodukt. Auch das, wie gesagt, ist in der Infobox verlinkt, falls ihr Lust habt, das zu sehen. Und ich gehe eigentlich einfach nur noch über alle Flächen in der Küche, die gesäubert werden müssen.
eine Sache und eine Aufgabe, die ich absolut nicht mag, das werdet ihr jetzt auch schon wissen, ist das Abwaschen per Hand. Oh Gott, ich liebe meine Spülmaschine wirklich und ich packe da auch so ziemlich alles rein. Aber sowas wie ein Holzbrett oder meine großen Auflaufformen, die Bleche, Pfannen und sowas alles, das kommt da nun mal nicht rein. Zumindest müsste ich das auch vorwaschen und wenn ich sowieso schon vorwaschen muss, ganz ehrlich, dann kann ich das auch gleich per Hand abwaschen. Und in dem Fall wollte ich nur alles weghaben, weil ich ja wusste, wenn dieser Spülgang fertig ist, den ich da gestellt habe, dann kann ich ja die ganzen Tupperdosen reinpacken und dann wollte ich die Küche sozusagen sauber haben. Zum Ende dieses Videos war sie immer noch nicht sauber, denn da lief die Spülmaschine noch. Das heißt, ich konnte die ganzen Tupperdosen dort noch nicht einräumen. Aber ihr wisst ja, wie ich das immer mache. Sobald die Spülmaschine dann ausgeräumt ist, räume ich die einmal ein, stelle die wieder und dann haben wir es auch. Und der letzte Schritt in der Küche ist ja meistens mein Spülbecken. Ich müsste das auch mal wieder in Angriff nehmen. Ich habe euch ja erzählt, dort ist ein Rohr irgendwie falsch verlegt worden und ich komme einfach nicht dazu, die Leute da anzurufen. Ich muss ehrlich gestehen, ich vergesse es jedes Mal. Wenn ich das Video für euch hier mit dem Voice-Over mache, ist es meistens schon super spät, so wie jetzt, 23 Uhr noch was. Und ja, dann denke ich noch dran und am nächsten Morgen könnt ihr es dann vergessen, dann habe ich es wieder nicht mehr so auf dem Schirm. Und dann muss dann natürlich auch hier wieder gesaugt werden. Normalerweise hätte ich hier auch den Staubsaugroboter durchlaufen lassen können, aber ich habe gedacht, das geht schneller. Und mit dem Staubsaugroboter bin ich mir dann halt doch immer nicht ganz so sicher, ob er dann dies einsaugt und das. Und weil die Kinder zuvor so viel verschüttelt haben und ich den Abend davor ja nicht saugen konnte, weil die Kinder ja schon schlafen waren, musste ich halt zusehen, was ich mache. Ja, im Flur zeige ich euch hier nochmal einen Hut. Den hat mein Vater Emma mitgebracht. Das ist so, soll so einen kleinen Pikachu, glaube ich, darstellen. Und wenn man dann so auf die Pumpdinger drauf drückt, dann stellen sich die Ohren auf. Ich fand es ganz niedlich, ja. Dass er überhaupt daran gedacht hat, irgendwas aus dem Urlaub für die Kinder mitzubringen, ist ja immer eine schöne Sache. Und die Kinder haben sich auch sehr gefreut. Und bevor wir uns ans letzte Zimmer für diesen Tag machen, wollte ich unbedingt noch die Suppe anfangen. Ich habe hier einfach zwei Packungen passierte Tomaten in einen Topf gegeben, diese mit etwas Wasser aufgefüllt. Unbedingt abgekochtes Wasser. Ich mag es nicht, das Wasser aus dem Wasserhahn zu nehmen. Kann man natürlich aber auch, das ist kein Problem. Ich weiß nur nicht, das ist so eine Macke von mir. Das Ganze würze ich dann nochmal mit Paprika edelsüß, etwas Chili, dann Tomatengewürz, vielleicht noch etwas Pfeffer, wenn ihr mögt. Und auch noch mit Salz und Zucker. Anschließend kommen diese Reisnudeln rein. Ihr wisst, das hat so einen schweren Namen, das kann ich gar nicht aussprechen. Ich lege nur ein bisschen was davon mit rein, denn die weichen sehr stark auf und sind dann etwas größer. Das heißt, man darf nicht allzu viel davon nehmen. Das Ganze lasse ich jetzt köcheln und in der Zwischenzeit mache ich mich an das kleine Badezimmer. Da ist wirklich immer nicht ganz so viel zu tun und hier habe ich es mir auch super leicht gemacht. Ihr wisst, an so einen Tagen, wo es schnell gehen muss, nehme ich einfach nur ein Feuchttuch, gehe über das Waschbecken. Und anschließend nehme ich noch ein weiteres feuchtes Tuch und gehe damit über die Toilette. Das ist so am einfachsten und damit kann ich halt wirklich ja jeden Tag das kleine Badezimmer sauber machen. Dann müsste ich wirklich jedes Mal einen Lappen nehmen und das Ganze mit so einem Badreiniger machen und sonst irgendwas. Ich glaube, mir würde die Motivation fehlen. Und so weiß ich, dass ich mich wenigstens angestrengt habe und etwas sauber gemacht habe. Natürlich darf man die Hände danach nicht vergessen zu waschen. Das ist immer so ein Ding. Ich weiß immer nicht, ob ich das rausschneiden soll oder nicht. Dann denke ich mir immer, oh Gott, dann vermeide ich wenigstens die Kommentare, die dann so sagen, oh, wie eklig, du hast dir die Hände nicht gewaschen. Aber es ist ja klar, dass ich auch sehr, sehr viel hier rausschneide aus diesen Videos. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich lasse es euch mal drin, damit ihr wirklich seht, dass ich sowas auch mache. Aber ich finde es halt nur immer nicht so wirklich interessant. Hier seht ihr dann jetzt das fertige Ergebnis von dem Erdgeschoss. Wie ihr sicherlich wisst, habe ich mich nicht ans Obergeschoss gemacht. Das habe ich dann, glaube ich, das nächste Mal gemacht und das habe ich auch für euch gefilmt. Also werdet ihr demnächst auch nochmal ein Video haben mit ganz viel Aufräummotivation. Hier habt ihr jetzt aber erstmal das Ergebnis vom Erdgeschoss. Und ich war so super glücklich, denn es ging super schnell.
Und es sah auch wirklich sehr sauber aus. Ich war sehr zufrieden, wie das Ganze geklappt hat und wie schnell vor allen Dingen. Ich habe damit selbst kaum gerechnet. Und natürlich habe ich hier die ganze Deko abgenommen, wie ihr sehen könnt. Und auch in der Küche zeige ich euch noch, dass die Spülmaschine läuft und deshalb die ganzen Tupperdosen noch nicht weggeräumt sind. Übrigens habe ich diese Schüssel und die Küchenform noch an dem Abend, als ich dann einkaufen gefahren bin, zu den Freundinnen vorbeigebracht, denn die wohnen direkt um die Ecke. Dann hat das gut gepasst. Hier seht ihr es übrigens, ich hatte noch etwas Reste vom Tag zuvor. Ich glaube nicht vom Oktoberfest, ich glaube das war noch vom Tag davor, da hatten wir etwas Fleisch. Das habe ich nur noch in die Tomatensuppe gepackt und schon war es fertig. Also ein super schnelles Rezept und es schmeckt vor allen Dingen super gut. Ja, das ist der Einkauf, wie ihr sehen könnt. Ich habe es jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf gefilmt. Ich wollte nicht zu allem irgendwas sagen. Ihr seht, es waren Kleinigkeiten und ich habe Gott sei Dank Waschpulver bekommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch für meinen Wischmopp 2 Ersatzköpfe geholt und die Preise habe ich für euch eingeblendet. Das war's auch schon, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video war motivierend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen lieben Dank. Bis dann!